Servus zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut hier zu 7 Days to Die. Ja Leute, die Nacht ist angebrochen, der Händler schläft und ich habe jetzt vor, mit euch ein bisschen rumzukruscheln. Okay, weil da ist Fleisch. und zwar möchte ich die Werkbank aufbauen und den kurz wegmachen. So, wer hier rumläuft, fühle ich mich ja schon unwohl, gell? Ja, jetzt warten wir mal, vielleicht geht er ja einfach. Schraubenschlüssel brauchen wir für die Werkbank. 12 Eisen, 4 Teile. Ja, dann bauen wir uns halt die Werkbank. Halt. Und schauen mal, was die so alles für uns bereithält. Eisen. Ups. Ah, sowas darf natürlich nicht passieren. Wenn ich das Falsche wegnehme, bricht ja alles zusammen, gell? Da müssen wir echt vorsichtig sein. Der Bär glitscht ganz schön dahinter rum. Greift jetzt den Zombie an? Ah ja. Als ob. Ich hoffe, das sieht mein Video. Klatscht der Zombie sich gegen den Bär. So, das haben wir. Werkbank. Braucht. Oh, wir brauchen noch 20 Holz. Wir brauchen noch 20 Holz. Dann würde ich gerne den Schraubenschlüssel hier lassen, nicht, dass er den verwendet. Weil wir können ja nur herstellen einen Stufe 1er. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob mir den Bär einfach kurz unserem Scharfschützengewehr anschieße und dann. Ich habe aber Angst, dass der uns hier alles zusammenreißt. Ja, komm, aber passieren kann eigentlich nichts. Gerade jetzt, wo er noch ein bisschen Leben verloren hat. Er kommt! Oh, wo klopft er rum? Halt modsmäßig Krach, gell? Okay. Irgendwelche Zombies angelockt? Nö. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, dann schnappen wir uns jetzt den Bär. Dann vielleicht noch ein bisschen Holz. Und dann stellen wir uns die Werkbank oben hin. Dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. So, 46 Fleisch gibt der. Gar nicht schlecht. Müssen natürlich trotzdem vorsichtig sein. Nachts ist das immer so eine Geschichte. Jetzt hier ordentlich Krach. Ich bin ganz hellhörig, deswegen sage ich jetzt so wenig. Ich meine, Zombies sind das eine, aber nachts, habe ich schon festgestellt, sind hier auch immer mehr. Immer mehr Hunde und so Zeugs unterwegs. Das ist nämlich dann wieder das nächste. Ja, unser sexy Motorrad. Ich finde es echt cool, dass man das färben kann, so in weiß. Sieht es gar nicht schlecht aus. So, schnell wieder in Sicherheit. Türen zu. Perfekt. So, sehr gut. Es wird ganz schön hell. Was ist denn das für eine Nacht? 0 Uhr 23 und nahezu taghell hier. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. So, jetzt pass auf.
genug rumgeeiert. 20 Teile, 25 Eisen. Ja, komm. Dann bauen wir die Werkbank. Ja, gut. Das kommt wieder da rein. Theoretisch könnte man das Teil auch anwerfen, oder? Den können wir auf jede Folge da rausholen. Wo haben wir denn? Da. Sollen wir noch was reparieren? Nee. Das passt so. Mal das hier. Und den Lehm auf jeden Fall. Schmeißen wir hier noch rein. Zack. Ab geht's. Ich schaue mich trotzdem immer wieder ein bisschen um. Ich traue dem Frieden nicht. Es ist mir alles zu hell und zu ruhig. Was ist denn das für eine Nacht? Ganz komisch irgendwie fühlt sich das an. So, Werkbank braucht noch 2,5 Minuten. Dann nehmen wir das und reparieren. 46 Fleisch können da rein. Eine komische Zahl, 46. So, haben wir hier irgendwas? Nö. Wo sind denn? Ach, hier. Du bist durstig. Ja, dann trink doch. Blind, du kannst dir auch mal selber was holen, gell? Immer nur hier rummeckern. Kann ja jeder. So, machen wir die zwei Sachen hin. Hier vielleicht. Wir haben doch Tierfett schon irgendwo gehabt, oder? Scheinbar doch nicht. Scheinbar doch nicht. Hier geht nichts. Wie lange braucht denn die Werkbank? Immer noch eine Minute. Da könnte man hier eigentlich anfangen, weiter auszubauen. Hier ist ja weit und breit niemand. Nichts und niemand. Na komm her. So. Wir wollen den normalen Würfel. Vielleicht nochmal. Zack. Passt das so? Sieht einfach doof aus. Jetzt wie kriege ich das gerettet? Genau das habe ich mir gedacht. Yo, was geht bei euch ab? Da kommt eine Horde. Und wo rennen die hin? Hä? Die rennen einfach nur so rum? Geht bei denen ab? Ich habe gedacht, die haben uns entdeckt. Gut, jetzt haben sie uns auch entdeckt. Bam! Hello, hello. Hello, hello. Da kommen noch mehr. Ja, Mutti. Krass, oder? Rennen die hier einfach rum? Da ist noch eine. Ja, wie aufs Messer, genau.
Zack, weg ist sie. Lustige Versammlung. Eine lustige Versammlung. Aber seht ihr, das ist das, was ich gemeint habe. Mal an, nichts Böses und auf einmal stehen sie da. Und schlage auf einen ein. Ups. Voll daneben. So, hier noch einer. So. Ach nö. Ach Aro, was machst du denn jetzt? Wieder nur Käse. Naja. Mann. Muss hier halt noch ein zweiter hin. Das lässt sich nicht vermeiden. Kommt davon, wenn man nicht genau zielt. Das kommt davon. So. Zack. Perfekt. Ich würde sagen, so reicht es tatsächlich erstmal, oder? Das müsste groß genug sein. Naja. Das hier wird unsere Werkstatt. Das ist echt groß genug. Kein Holz mehr. So, machen wir hier zu. Zack. Bams. Und ich würde sagen, sollen wir uns überhaupt noch einen zweiten Stock machen? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich hätte hier gern ein großes Fenster. Na, komm schon. Genau so und dann. Nein! Auch Spiel. Das sollte es nicht hin. Ja, das muss weg. Geht ja gar nicht. Das geht gar nicht. Da läuft mein innerer Monk gerade wieder amok. So. Hier dann auch so ein großes Fenster, als das Spiel uns das lässt. Ja, geht klar. Zack. Sehr gut. Irgendwie ist das für die Riesenwand ein ziemlich kleines Fenster, findet ihr nicht auch? Machen wir hier.
So ein Fenster. Falls es geht. Passt. Nice. Die Nacht ist auch vorbei. Alles gut überstanden. Das hier werden wir dann noch vergrößern. Das Fenster. Das ist echt mickrig. Sieht man ja gar nichts. Habe ich mir wieder dabei gedacht. Gut. Werkbank. Wo ist sie? Da ist sie. Die soll... Oh. Oh, da bricht sie zusammen. Seht ihr das? Das heißt, wir müssen erst aufwerten. Jetzt habe ich Schiss. Ja, aber da geht's ja. Das Spiel sagt uns das ja. So. Da war die Chemiestation. Können wir die schon? Ja. Gibt es hier irgendwas Neues oder so? Munition. Das hätte man alles. Der Baseballschläger. Ja, der war eigentlich gut, gell? Der Baseballschläger war cool, aber ich habe jetzt halt die Hoffnung, dass wir mit der Level 3 Mission dann, dass wir den auch so irgendwo finden. So ein Baseballschläger. So, jetzt passt mal auf. Jetzt gehen wir noch eine Runde Holz holen. Und wir hatten das dann alles auf. Das macht mir nämlich echt ein bisschen Sorge. Ah, da sind die Stütze auch noch gar nicht aufgewertet. Das ist natürlich sehr schlecht. Sehr schlecht, Herr Glint. Bis zur nächsten Hordenacht möchte ich ja schauen, dass wir da alles tutti kompletti auf Cobblestone mindestens haben. Mindestens. Ja, dann haben wir heute eine Kuschelrunde eingelegt. Die Decke wollen wir, will ich auf jeden Fall noch mit euch zusammen fertig machen. Weil, wenn es regnet, wird unser Klinterheim dauernd nass. Und da hat er mir gesagt, dass ihn das arg stört. Kann ich auch nachvollziehen. Wer von uns will schon daheim rumlaufen und nass werde dabei? Das ist ja nix. Das taugt nichts. So, letzter Baum. Dann sollte das erstmal reichen, schätze ich. So, dann gleich die Same wieder raus. Hier schön nah aneinander. Dann brauchen wir auch nicht so weit laufen. Na, setz es. Danke. Perfekt. Okay, dann wird jetzt hier schnell alles aufgewertet. Erstmal untenrum natürlich. Neue Werkzeuge ist natürlich Goldwerke. Das ist Gold wert, das Ding. So. Boah, bin ich jetzt erschrocken. Ich habe gedacht, es bricht zusammen. Ey, das geht ja krass ab. Total unkontrolliert. Bam, 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 bam. Okay, kein Holz mehr. 5k EP hat das jetzt gebracht. Ja, komm, dann holen wir uns noch einen Baum. Dass das wenigstens jetzt unterrum mal soweit abgeschlossen ist.
Wichtig ist das allemal. Wenn es jetzt die Hütte zusammenbrechen wird, ich glaube, ich würde echt weinen. Da würde ich dann doch echt weinen, ja. Aber ja, ich habe gelernt aus der Aktion mit der Hordefalle, der letzte. Wenn was lila wird, nicht drücken. Bloß nicht drücken. So. Drei neue Bäume. Zack. Das haben wir schon. Hier ist noch ein bisschen Holz. Performance-technisch ist gerade auch komisch unterwegs, das Spiel. Der Trader ist open. Zack. So. Perfekt. Haben wir hier noch außer irgendwas? Jo, das ist der ganze Küchebereich. Aber ich muss sagen, so sieht es irgendwie doch gar nicht schlecht aus. Wenn wir jetzt hier alles... Ja, da komme ich nicht hin. Und kein Holz mehr mischt. Mist, Mist, Mist. So. Lass uns mal schauen, wie das da drin aussieht. Oh. Wir hatten da drauf rumgeprügelt. Das war bestimmt ich. Wo man da rausgeballert habe. Da hat sich der Bär zu scharfe gemacht. Okay, und hier brauchen wir jetzt noch Holz. Oh, 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 oh. Können wir die einfach ersetzen? Kann ich die rausnehmen? Traue ich mich nicht, weil diese, das sind ja die über der Stütze, da wo wir jetzt gerade nicht dran gekommen sind. Kann sein, dass wenn ich die jetzt aufhebe, dass es dann zusammenbricht, oder? Zumindest ein Teil. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Lasst uns lieber zum Händler gehen. Mal schauen, was der für Missionen für uns hat. Zu. Morgen. Ja, das stimmt. Zeig mal dein Inventar. Tag 10 wird es wieder aufgefüllt. Doppelläufige Schrotflinte, der Smoothie ist cool. Vergesselixier brauchen wir hoffentlich nicht. Ja, die Robotikdrohne ist halt auch interessant. Sag mal deine Aufgaben. Stufe 3. Seitige Zombies in 300 Meter. Warm 02. Ist da vorne. Sollen wir die noch kurz angehen? So als Ausgleich. Das reicht uns von der Zeit wahrscheinlich nicht. Ne, wir drücken nichts rein. Das muss ja jetzt auch nicht sein. Dann holen wir uns lieber noch einen Baum da drüben. Mache eh ne kurz alles fertig. In der nächsten Folge machen wir dann unsere erste Level 3 Mission. Und diese blöde, in Anführungszeichen blöde Grabmissionen, die so weit weg sind, die müssen wir auch noch angehen, gell? Da sind wir ja auch noch unter Zugzwang. So, 150 Holz. Die zwei Bäume können wir schon mal wieder hier hinsetzen. Dann holt ihr nochmal 150. Das wird nicht funktionieren. Der Baum ist zu klein. Ja, den hier noch weg.
Dann machen wir eine fertig. Und dann schauen wir doch mal nach der Drohne, oder? Vielleicht ist sie ja voll cool. Aber wahrscheinlich werde ich die noch nicht bauen können. So. Ja, schaut euch das an. Unsere Base wächst. So langsam nimmt sie Form an. Ja, wir könnten mal noch nach der Tür schauen. So, stopp. Zack, sehr gut. Die da noch? Dann bleibt halt nur zu hoffen, dass hier drunter alles ausgebaut ist. Ja. Okay. Drohne? Robotikdrohne. Bauplan Robotikdrohne. Okay, das kann man nicht mal lernen. Okay, krass. Ich bin mal gespannt, wann man die bekommt und wo. Brauchen wir Robotikteile, Stahl. Jo, gar nicht so teuer eigentlich, gell? Ich hab's echt irgendwie teurer erwartet. Tor. Garagentor aus Eisen. 20 Eisen, 6 Federn, 12 mechanische Teile. 20 Eisen. Mechanische Teile, Federn fehlen noch. Da. Hat das jetzt gereicht? Jo. Irgendwie ist halt komisch mit der Performance. Entweder liegt es an mir. Noch Nachwirkungen von Silvester oder so. Aber ich finde, es fühlt sich gerade ein bisschen komisch an. Dass ich nach der Aufnahme gleich mal ein Spiel neu starte. Ich hoffe, die Aufnahme kann man verwenden. So, das Tor passt. Wie viel Holz haben wir noch? 283. Dann können wir eigentlich unten alles fertig machen. Oder war das alles fertig? Man sieht hier nichts mehr, gell? Das da noch. Zack. Okay. Hier. Komm nicht ran. Egal, dann laufen wir hier hoch. Oh. Da war auch schon was kaputt. Müssen wir tatsächlich aufpassen. Es geht ja matzmäßig schnell. Ich spule nicht vor, gell? Okay. Holz alle. Hä? Nice. So, perfekt. Wie sieht's aus mit der Tür? Noch eine knappe Minute. Dann gib uns das hier mal wieder. Dann können wir die Schmiede hier. Zack. Das hier war in der Universalkiste. Jawohl. Ja, wir sind schon ganz schön gut aufgestellt hier. Kann man echt nicht meckern. Ja, munitionstechnisch, weil ich jetzt halt alles rausgeballert habe, ist noch ein bisschen mies, aber... Ja, das Risiko musste ich jetzt halt eingehen. Pass auf, wir können ja schon mal die Decke noch reinziehen. Da hatten wir die halben, gell? Wo waren die denn? Die da.
Ach. Nee, ich hätte es gern. So, genau. Zack. Dachfenster machen wir keins. Falls mir noch ein zweiter Stock brauche irgendwie. Machen wir halt eine Erweiterung. Bam. So. Putze zu. Jetzt hoffe ich, dass das mit der mit dem Tor da funktioniert. Ja, nee. Dann bricht's zusammen, das Tor ist zu schwer. Es ist schlecht. Das heißt, wir müssen hier alles auf Cobblestone erweitern, sonst fällt uns die Hütte zusammen. Okay, gut zu wissen. Das machen wir aber nicht mehr heute. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Nächste Folge gibt es auf jeden Fall wieder mehr Action, dann machen wir eine Mission zusammen. War halt heute eher mal ein bisschen ruhig. Aber das muss ja auch mal sein. Wir sind ja hier nicht auf der Flucht. Schön, dass ihr trotzdem zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.